Als Stadt der Träume wurde Artern mal bezeichnet, vor fast 20 Jahren für eine Dokumentationsreihe des MDR-Fernsehens. Seitdem ist viel Wasser die Unstrut heruntergelaufen. Und hat sich was verändert? Wie lebt sich's denn hier im Norden Thüringens? Ja, also ich bin ja sowieso heimatverbunden. Aber man sieht schon, wie Artern oder so, es ist schon ganz schön zurückgeblieben gegenüber anderen Regionen. Es ist also noch da, dieses Gefühl des Abgehängtseins oder des Vergessenwordenseins. Was nicht heißt, dass jetzt alle hier Trübsal blasen. Im Gegenteil. Am Wochenende ist wieder Zwiebelmarkt in Artern und deshalb bauen die Händler der Stadt ihre Zelte und Buden auf, so wie die Fleischerei Müller heute hier. Wie ist denn sonst so die Lage in Artern? Was ist denn sonst so los? Nichts. Leider. Wirklich? Zum Zwiebelmarkt ist schon was los. Ansonsten ist es zu ruhig. Das gilt auch für das Geschäftsleben in der Stadt. Viele Läden sind dicht gemacht worden und Schaufenster leer, was auch etwas mit Straßenausbaubeiträgen zu tun hat, die sich viele Anlieger nicht leisten konnten. Adolf Müller hat zum Beispiel 30.000 Euro bezahlt für die paar Meter vor seinem Geschäft. Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge kommt für Sie zu spät? Leider ja. Wäre das was gewesen, was Sie sich früher von der Politik gewünscht hätten? Natürlich. Was noch? Das hätte uns natürlich sehr weitergeholfen. Immerhin haben ein paar Läden überlebt und ihre Stammkundschaft halten können. Deshalb ist Verkäuferin Rosemarie Petri auch ganz zufrieden mit ihrem Leben. Gemeckert wird nur, wenn es dafür einen Grund gibt, sagt sie. Aber sie sagt auch: Von unserer Politik wünsche ich mir, dass sie ehrlicher sind und unsere Steuergelder da einsetzen, wo sie wirklich Not tun und nicht so viel verschwendet wird. Aber welche Partei oder welche Kandidaten halten auch ein, was auf ihren Plakaten versprochen wird? Wem kann man vertrauen? Das verraten mir die Leute zwar nicht, doch Präferenzen sind durchaus erkennbar, wen man mag oder nicht. Ausländische Leute zum Beispiel, die herkommen und alles absahen und viel zu viel bekommen. Die kommen her und kriegen gleich so viele Tausende. Ich weiß nicht wie viel, aber es ist genug. Und andere, die stehen am Abgrund hier, die hier leben. Und das verstehe ich nicht. Also Sie haben das Gefühl, dass die einheimische Bevölkerung da ein bisschen zu kurz kommt? Ja, würde ich schon sagen. Das Asylbewerberleistungsgesetz sagt etwas anderes. Einige Menschen sind inzwischen weggezogen aus Artern, weil die Arbeitslosigkeit noch hoch ist. Und was wünschen die sich? Als Neumama möchte ich natürlich, dass ich einen Kita-Platz bekomme. Und ich bin jetzt auch nur wieder hier in der Heimat, muss ich sagen, fürs Wochenende. Ich bin in Jena. Dort habe ich meinen Job, meine Familie. Und hoffe aber natürlich für die Heimat hier in Artern, dass es da auch wieder Aufschwung gibt. Ja, die Stadt der Träume. Stadt der Träume? Ne? Immer noch, oder? Immer noch. Hat sich noch nicht geändert? Nee. Nee. Fühlen sich trotzdem wohl in Ihrer Stadt hier? Wir träumen immer noch.